Warwick. Ich versuche es auch nochmal. Israel hat jetzt seit 2 Wochen zivile Infrastruktur im Gazastreifen bombardiert, Wohnhäuser, muslimische und christliche Gotteshäuser, Großbäckereien, Wasserinfrastruktur, auch teilweise Stützpunkte für die medizinische Versorgung. Laut UN-Angaben von gestern wurden auch 29 UN-Mitarbeiter getötet, insgesamt weit über 1000. Da würde mich angesichts dieser Bilanz interessieren, ob die Bundesregierung, ob das Auswärtige Amt, ob der Kanzler weiterhin darauf bestehen, dass dieses Vorgehen vom Völkerrecht gedeckt ist. Dann fange ich vielleicht mal an, weil wir variieren ja jetzt im Grunde auch eine Aussage, die Herr Fischer hier eben schon getroffen hat. Ich mache das aber sehr gerne auch noch mal von meiner Seite, würde dabei verweisen auch auf das Telefonat, das der Kanzler gestern geführt hat mit dem amerikanischen Präsidenten, mit anderen Staats- und Regierungschefs der G7 von Frankreich, Kanada, Italien, Großbritannien. Und in dem ja noch mal bekräftigt wurde, dass Israel angesichts dieser brutalen Terrorangriffe das Recht hat, sich dagegen zu verteidigen. Und das ist das, was Israel jetzt im Moment tut. Gleichzeitig, und darauf hat Herr Fischer ja auch ausführlich hingewiesen, geht es auch um humanitäre Hilfe für die Menschen in Gaza, die jetzt zum Glück in Gang gekommen ist und auch fortgesetzt werden wird. Das ist ein wichtiger Fokus, der auch noch einmal betont worden ist von den Staats- und Regierungschefs. Mir ging es jetzt um den völkerrechtlichen Aspekt. Jetzt liegt ja das interne Protokoll des EU-Koordinierungstreffens der Bundesregierung vor, vom 16. Oktober. Es umfasst hochrangige Vertreter vom Auswärtigen Amt, vom Bundeskanzleramt, Innenministerium und BMZ war, glaube ich, auch dabei. Dort wird eigentlich sehr deutlich eingeräumt, dass man das Vorgehen Israels gegen die Zivilbevölkerung als völkerrechtswidrig betrachtet. Da würde mich interessieren, wieso wird das sozusagen intern in der Bundesregierung durchaus so gesehen auch zum Ausdruck gebracht, aber hier nicht gegenüber der bundesdeutschen Öffentlichkeit? Also auch dazu hat sich ja der Bundeskanzler bereits geäußert oder auch mehrfach geäußert und vor allen Dingen darauf hingewiesen, dass Israel als Demokratie sich ja ganz klar auch zum Völkerrecht bekennt.